Sehr verehrte, danke schön. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn muss ich feststellen, dass das Thema Zivilklausel an den Hochschulen kontrovers diskutiert wird, weil es sich um wichtige gesellschaftliche Bereiche wie Frieden und die Gewährleistung von Menschenrechten und um Fragen der Wissenschaft und Forschungsfreiheit und ihre juristische Bewertung handelt. Ich werde mich dabei auf die Grundsätze konzentrieren und damit die vorhandene Diskussion an den Hochschulen aufgreifen. Die Universität Bremen fasste im Jahr 1986 erstmals einen Beschluss, wonach jede Beteiligung von Wissenschaft und Forschung mit militärischer Nutzung bzw. Zielsetzung von akademischem Senat der Universität abgelehnt werden muss. Das heißt, Forschungsthemen und die dafür angebotenen Finanzmittel abzulehnen, wenn sie Rüstungszwecken dienen. Auch die TU Berlin, die Hochschulen Dortmund, Konstanz und Tübingen führen Zivilklausel ein. Inzwischen gibt es an vielen Hochschulen bundesweit Zivilklauseln. Besonders stolz bin ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Universität meiner Heimatstadt Rostock seit 2011 ebenfalls eine Zivilklausel in ihrer Grundordnung verankert hat. Dort heißt es im § 3 Absatz 5 Leitbild der Universität, ich zitiere, Lehre, Forschung und Studium an der Universität sollen friedlichen Zwecken dienen, das Zusammenleben der Völker bereichern und im Bewusstsein der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der endlichen natürlichen Ressourcen erfolgen. Ende des Zitats. An weiteren Hochschulen gehen Bestrebungen von den Studierenden aus, Zivil- bzw. Transparenzklauseln einzuführen. Entsprechende Arbeitskreise gibt es bundesweit an ca. 30 Hochschulen. Sie sind in einer bundesweiten Initiative zusammengeschlossen, die von den Wissenschaftsinitiativen und Gewerkschaft GEW und Verdi unterstützt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tatsache ist, mit Rüstungsforschung wird viel Geld verdient. Das stellt sich als Hürde für die Einführung einer Zivilklausel dar. Rund 8 Millionen Euro vergibt das Bundesverteidigungsministerium in den Jahren 2006 bis 2009 jährlich an Drittmittel an die Hochschulen für wehrtechnisch relevante oder militärische Forschung. Und ich meine hier einige 10.000 bis Millionen Euro Beträge. Der Tagesspiegel vom 10. Juni nennt als Beispiel die Universität Kiel, an der 15 sogenannte wehrtechnische Projekte angesiedelt sind. Darüber hinaus waren im Etat des Bundesverteidigungsministeriums für 2012 fast 1 Milliarde, ich betone es nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, 1 Milliarde Euro für Forschung, Entwicklung und Erprobung von Militärtechnologie vorgesehen. Dieses Geld fließt hauptsächlich an die Forschungsinstitute der Bundeswehr, an die Rüstungsindustrie und an die Forschungseinrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Bedarf an Rüstungsforschung ist groß. Deutschland ist ein drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, made in Germany auf Waffen und Ausrüstung in den Krisengebieten dieser Welt sind im Blick auf unsere Geschichte, auf Geschichte unseres Landes, nicht wirklich zu rechtfertigen. Aber will man sich auf diesem lukrativen Markt behaupten, dann sind militärische technische Innovationen nötig. Bei den Aufträgen geht es nicht nur um Technik, Ausrüstung, Waffen, auch Bereiche der Geisteswissenschaften sind betroffen. Ich nenne hierfür Beispiele. Das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel entwickelt zum Beispiel Strategien zur Bekämpfung der Taliban in Afghanistan.
An der TU Dresden haben Psychologen für die Bundeswehr untersucht, wie viele Soldatinnen und Soldaten nach dem Auslandeinsatz traumatisiert sind. Der Forschungsbereich 700 an der Freien Universität Berlin untersucht sogenanntes Governance in raumbegrenzter Staatlichkeit und ich meine hier die Möglichkeit, wie man destabilisierten Regionen der Welt Regime installieren kann, die dem Westen genehm sind. Diese Art der geisteswissenschaftlichen Forschung bereitet in Wirklichkeit den Krieg vor und versucht ihn zu legitimisieren. Verstehen Sie bitte mich nicht falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich entwickelt staatliche Hochschulen keine Waffen oder forschen an ihrem effektiveren Einsatz. Das ist mit der gesellschaftlichen Anforderung und mit eigenen Ansprüchen unvereinbar. Aber gerade in diesem Bereich sind die Grenzen fließend. Ultraschall kann sowohl für die Heilung als auch als Waffe eingesetzt werden. Ein Navigationssystem über GPS kann auch für die Fluggeräte wie bei den Drohnen oder für Bombenziele genutzt werden. Das macht deutlich, dass es keine klare Grenze gibt. Forschungsergebnisse können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. Daher ist Transparenz, es muss auch transparent sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Forschungsaufträge zu erkennbaren militärischen Zwecken angeboten werden. Bei den Aufträgen von Bundesverteidigungsministerium und Rüstungsindustrie kann man von militärischen Zwecken ausgehen. Oder wenn Erkenntnisse vorliegen, dass Forschungsvorhaben oder Forschungsergebnisse vorwiegend einen militärischen Nutzen haben. Hier muss man im Einzelfall entscheiden. Die Gegner der Zivilklausel lehnen diese wegen des sogenannten Dual-Use-Effekt ab. Und hier meine ich die Doppelverwendung von Forschungsergebnissen für zivile und militärische Zwecke. Ein Beispiel hierfür die Sicherheitsforschung. Die entwickelten Sicherheitstechnologien und ihre Produkte und Dienstleistungen lassen sich immer auch militärisch oder geheimdienstlich nutzen. Deshalb sollen die Hochschulen in einem demokratischen Verfahren feststellen, ob damit eine Zivilklausel verletzt ist oder nicht. Bei eindeutig als Rüstung oder militärisch relevanten Vorhaben ist in dieser Frage mit Ja zu beantworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Lehrer kann betroffen sein. So bietet die Universität Kassel in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen Dual-Studiengänge an. Ein Kooperationspartner ist hier die Firma Krauss Maffei Wegmann GmbH. Und wer nicht weiß, das ist führender Hersteller von Panzer Leopard 2. Dieses Unternehmen liefert gegenwärtig im Auftrag der Bundesregierung und unter massiver Kritik Panzer an Saudi-Arabien und Katar. Und wie Sie wissen, das sind instabile Regionen. Der Punkt 1 unseres Antrags ist eine Bitte an die Hochschule. Es ist deshalb eine Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir die Hochschulautonomie in Bezug auf ihre Grundordnung respektieren. Die Zivilklausel ist eine freiwillige Selbstverpflichtung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf friedliche und zivile Lehre und Forschung. Solche Selbstverpflichtung ist ein klarer Ausdruck von Hochschulautonomie und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass die Hochschule ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen. Im Punkt 2 des Antrags wird die Prüfung einer Verankerung der Zivilklausel in unserem Landeshochschulgesetz gefordert. In Niedersachsen gab es eine solche Regelung. Im Landeshochschulgesetz eingeführt hatte dies die SPD-geführte Regierung unter Gerhard Schröder, die nachfolgende CDU-FDP-Regierung unter Christian Wulff schaffte sie wieder ab. Hoffentlich revidiert
das die gegenwärtige rot-grüne Regierung wieder. Wichtig ist in unserem Antrag im Punkt 3, die Hochschulen unseres Landes leiden unter einer chronischen Unterfinanzierung. Wir haben in diesem Punkt in der letzten Landtagssitzung diskutiert. Dabei ist auch klar geworden, dass sich zunehmend eine Abhängigkeit der Hochschulfinanzierung von Drittmitteln entwickelt hat. In Bezug auf militärische Forschungsaufträge kann das bedeuten, dass man sie wegen der Knappheit der Mittel aus der Grundfinanzierung annehmen muss. Kurz gesagt, selbst wenn man das aus ethnischen Gründen nicht will. Ich betone es nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine auskömmliche Grundfinanzierung der Hochschulen ist ein guter Schutz gegen den Missbrauch von Wissenschaft. In allen Fällen, wo es Zivilklausel gibt, sind sie rechtsgültig. Daraus kann man schließen, dass sie auch aus juristischer Sicht nicht zu beanstanden sind. Das halte ich für eine gute Ausgangsposition, um sie in allen Hochschulen in unserem Land einzuführen. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Minister, Ihr Vortrag war in der Tat bemerkenswert, anhörenswert, so wie auch der Kollege Saalfeld empfunden hat. Ich glaube aber, wenn Sie früher auf MPDS-Landesparteitag einen Vortrag zum Thema Frieden gehalten hätten, wäre der etwas in eine andere Richtung gegangen. Und zweitens, sehr geehrter Minister, Sie haben zu Recht festgestellt, dass Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit nicht immer übereinstimmen. Das ist auch bei der Umsetzung des Paragraphen 18a unserer Landesverfassung so. Wenn man bedenkt, dass der Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen Drehscheibe im Afghanistan-Einsatz war, wenn man bedenkt, dass Patriot-Raketeneinheiten aus Mecklenburg-Vorpommern zurzeit in der Türkei in Einsatz sind, in einem Land, was gegenwärtig die Menschenrechte von der Straße knüppelt. Und Frau Dr. Seemann, entschuldigen Sie bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine Replik auf den Redebeitrag des Herrn Ministers und das wird wohl noch genehm sein, ohne dass ich Sie da um Zustimmung fragen darf. Ja? Und liebe Frau Kollegin Dr. Seemann, es ist gut, dass Sie mit den Rektorinnen und Rektoren unserer Hochschulen und Universitäten sprechen. Wir sprechen auch mit Ihnen, aber wir sprechen zum Beispiel auch mit den Studentinnen und Studenten, die an den Hochschulen und Universitäten unseres Landes studieren. Und die sollten Sie vielleicht mal hinterfragen, welche Auffassung Sie zu einer Zivilklausel haben. Die Initiativen der Jusos hat Herr Saalfeld hier schon hinreichend gewürdigt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ablehnung des Antrages war zu erwarten. Das verwundert mich nicht. Auch im Bundestag wurde ein ähnlicher Antrag unserer Fraktion abgelehnt. Was mich wundert oder aber auch nicht, ist, dass die Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag auch nicht zustimmen könnten. Die Gründe für die Ablehnung sind ähnlich denen, die heute hier vorgetragen wurden. Die CDU-CSU-Fraktion erklärte zum Beispiel, dass die Linke versuchen würde, den Eindruck zu erwecken, die Bundesregierung treibe die Rüstungsforschung voran. Mit dem Blick auf die wehrtechnische Industrie, dieser Begriff ist ja auch gefallen und man beachte die feine Formulierung wehrtechnische Industrie, also nicht Rüstungsindustrie, sei festzustellen, dass diese in den vergangenen Jahren von 500.000 Beschäftigten auf heute rund 80.000 zurückgegangen ist. Was für eine Erkenntnis. Da stellt sich doch die Frage, wie das mit dem Aufstieg Deutschlands zu einer der führenden Rüstungsexportnationen zu verbinden ist. Und es stellt sich auch die Frage, wurden früher die Panzer handgeschmiedet und werden sie erst in der Gegenwart maschinell gefertigt? Also dieses Argument überzeugt nicht. Die SPD im Bundestag hielt den Antrag für nicht konsensfähig, auch wenn sie die Einführung von Zivilklauseln für unterstützenswert und richtig hält. Auch das war ja in dem Redebeitrag von Frau Dr. Seemann durchaus zu hören. Und wenn es denn so wäre, dürfte es ja für die SPD keine Schwierigkeit sein, dem Punkt 1 unseres Antrages zuzustimmen, weil wir in der getrennten Abstimmung, wie vom Kollegen Saalfeld gefordert, durchaus etwas abgewinnen können. Der Antrag der Linken im Bundestag musste aber dennoch abgelehnt werden, weil der Verweis auf die Friedenspflicht des Grundgesetzes unterstellen würde, dass die Pflicht in der Realität seit Jahrzehnten systematisch unterlaufen wird. Auf die Verfassungsansprüche und auf die Verfassungswirklichkeit in unserem Bundesland habe ich bereits hingewiesen.
Die SPD erklärte, dass sie Zivilklauseln besonders dann für sinnvoll hält, wenn sie aus den Hochschulen heraus und aus Überzeugungen entstehen, von Studierenden und Lehrenden gemeinsam getragen wird. Genau das findet sich ebenso in unserem Punkt 1 in unserem Antrag wieder. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie auch diesem Punkt 1 nicht einmal Ihre Zustimmung geben können. Und weil Sie genau in diesem Konflikt stehen, Frau Dr. Seemann, haben Sie sich fast ausnahmslos Ihren Redebeitrag auf Punkt 2 bezogen, der auch einen Prüfauftrag beinhaltet, ob eine solche Regelung auch gesetzlich notwendig ist im Land. Kein Wort zum Punkt 1, dass wir die Zivilklauselbewegung unterstützen, dass wir die Universitäten und Hochschulen unseres Landes ermutigen, solche Zivilklauseln in ihre Satzungen aufzunehmen, und kein Wort, warum Sie diesen Punkt 1 unseres Antrages ablehnen. Und diese Situation und diese Herangehensweise erklärt, warum bisher in Niedersachsen die von meinem Kollegen Al-Sabti schon dargestellte Einfügung einer Zivilklausel in das dortige LAG von CDU und FDP eliminiert wurden und unter der jetzigen rot-grünen Landesregierung nicht wieder aufgenommen wurden. Und es erklärt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum in Baden-Württemberg im Wahlkampf sowohl SPD als auch Grüne die Etablierung einer Zivilklausel forderten, aber bisher nicht umgesetzt haben, obwohl beide an der Regierung sind. Die FDP will ich an der Stelle der Vollständigkeit halber erwähnen, weil sie ja noch im Bundestag sitzt. Sie meinte, es müsse eine pauschale Einschränkung der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit vermieden werden. Die Einführung von Zivilklauseln ist Sache der Universitäten im Rahmen ihrer Autonomie. Die Bündnisgrüne Fraktion im Bundestag hat anders als hier im Land auch den Antrag meiner Fraktion abgelehnt, mit der Begründung, die Antragsteller würden als einzige Fraktion das sich seit der Überwindung der Blockkonfrontation im Völkerrecht vorhandene Prinzip der subsidiären Schutzverantwortung der internationalen Staatengemeinschaft ablehnen. Dieses Prinzip schließt eben auch die Option internationaler militärischer Auslandseinsätze ab, wenn sie völkerrechtlich mandatiert und parlamentarisch legitimiert sind. Da kann ich nur sagen, richtig, meine Fraktion im Bundestag ist die einzige, die keinem dieser militärischen Auslandseinsätze zugestimmt hat, und das ist gut so. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, daraus kann man schlussfolgern, dass eine Zivilklausel trotz einiger Lippenbekenntnisse eben nicht von jedem und von jeder gewollt ist. Es ist auch ziemlich klar, warum nicht. Deutschland soll weiterhin an Auslandseinsätzen und Kriegseinsätzen teilnehmen können und muss dazu entsprechend ausgerüstet sein. Die Stellung Deutschlands im Rüstungsexport soll nicht angetastet und sogar noch ausgebaut werden, weil das ein lukratives Geschäft ist. Und die für die Finanzierung militärischer Forschung von den Hochschulen eingeworbenen oder zugeteilten Mittel müssten vom Bund oder von den Ländern ausgeglichen werden, um die Gesamtetats zu sichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen abschließend versichern, dass wir an dem Thema dranbleiben werden. Und es wird interessant sein, wenn wir die nächsten Gesprächsrunden mit den Studentinnen und Studenten führen, wenn wir die Redebeiträge, die hier von den Koalitionsfraktionen gehalten worden sind, dort vorstellen. Lassen Sie mich aber noch einmal zum Antrag zurückkehren und um Zustimmung in der Einzelabstimmung werben. In Punkt 1 formulieren wir, der Landtag begrüßt, dass bundesweit immer mehr Hochschulen Zivilklauseln einführen. Der Landtag unterstützt die Zivilklauselbewegung, deshalb werden die Hochschulen des Landes ermutigt, derartige Zivilklauseln auch in ihre Grundordnung aufzunehmen. Was spricht gegen eine Zustimmung des Landtages zu diesem Punkt? Diese Erklärung sind Sie mir und den Studentinnen und Studenten und den Zuhörerinnen und Zuhörern schuldig geblieben. In Punkt 2 schlagen wir vor, dass die Landesregierung aufgefordert wird, zu prüfen, inwiefern in Mecklenburg-Vorpommern die gesetzliche Einführung einer Zivilklausel geboten ist. Was spricht gegen diesen Prüfauftrag? Wenn Sie zu dem Ergebnis bei der Prüfung kommen, dass die Einführung einer Zivilklausel landesgesetzlich notwendig ist, dann ist es doch okay. Das ist ein Prüfergebnis. Warum verweigern Sie sich an dieser Stelle dieser Zustimmung? Und Punkt 3 natürlich hat etwas mit den Finanzen zu tun. Und ich erinnere hier an die Debatte auf der letzten Landtagssitzung, wo wir die finanzielle bessere Ausstattung unserer Hochschulen und Universitäten gefordert haben. Da hat die Koalition in ihrer bekanntlichen Art und Weise unseren Antrag abgelehnt mit der Meldung, stimmt alles nicht, was ihr behauptet, es ist alles in Ordnung, die Hochschulen und Universitäten sind finanziell ausreichend ausgestattet. Keine 48 Stunden später haben sich die Rektoren unserer Hochschulen wieder zu Wort gemeldet und haben die mangelnde Finanzausstattung unserer Universitäten und Hochschulen beklagt. Es hat damals keiner von uns gesagt, Sie haben im letzten Monat unseren Antrag abgelehnt.
nach besserer Finanzausstattung der Hochschulen und Universitäten. Das ist der Fakt. Und Sie drücken sich heute hier wieder darum mit irgendwelchen Ausreden, die nicht plausibel sind, weil Sie nämlich keine tragfähigen Argumente haben, warum Sie den einzelnen Punkten unseres Antrages nicht zustimmen können. Herzlichen Dank.